Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 3. Ihr fragt euch sicherlich, wo ich gerade stehe. Ist das nur Muni? Nein, das war auch, ein Stern. Und zwar bin ich durch den Vorhang gesprungen. Ja, genau. Und jetzt muss ich mal gucken, ob es hier noch mehr solcher Verstecke gibt. Das ist hier nichts. Da kann ich nicht durch den Vorhang. Was ist eigentlich das für eine komische Säule? Keine Ahnung. Ja, und jetzt ist die Frage, ob ich das hier irgendwo einsetzen kann. Nein, schade. Was ist hier? Vielleicht. Ja, hier, das wäre ganz cool. Nein. Okay. Dann vielleicht irgendwie da an dem Globus. Ich weiß ja nicht, aber ich komme da immer noch nicht wirklich rein. Beziehungsweise ich weiß nicht, wie ich das beim letzten Mal geschafft habe. Das war blöd. Gut, dann gehe ich jetzt noch mal da hinten hin. Um hier durchzuspringen. Aber sonst ist hier ja nichts, ne? Nee. Man bekommt auch nur diese Ansicht. Okay, wir haben einen Stern, der keinen Namen trägt. Ja. Ja. Aber ich glaube auch nicht, dass wir hier damit irgendwas machen müssen. Ein Stern. Was muss ich damit machen? Ich kann ja hier auch an der Tür nichts machen, ne? Nee. Und hier, ja, glaube ich nicht, dass ich jetzt noch mal reinkomme. Ein Stern. Ja. Gut. Ein Stern, kann ich den sonst irgendwo einsetzen? Ich glaube es fast nicht, weil es deutet ja schon alles darauf hin, dass es irgendwas hiermit zu tun hat. Oh, aber wenn ich jetzt nochmal hier irgendwie was rumdrücken muss, dann raste ich aus. Ein Stern, ein Stern, ein Stern. So, hier war ja nichts. Genau, da war nur der Schalter. Das hier war auch nichts, ne? Keine Kiste oder so. Hier war noch mal Leben, aber sonst auch nichts. Okay, der Stern, der Stern, der Stern. Stern. Wir können den nicht dort einsetzen. Was müssen wir damit machen? Ich habe keine Ahnung und ich frage mich halt auch, sind wir hier fertig mit diesem Rätsel? Ich hoffe es. Das war jetzt der richtige Weg, genau da hinten durch. Ja, keine Ahnung, aber wieso? Wieso kann ich den da nicht einsetzen? So. Hier ist zu. Wäre dahinter noch irgendwas gewesen oder geht es dann nur wieder zurück? Ich habe halt auch gar keine Orientierung hier. Was ist eigentlich hier noch? Gar nichts.
Ja, was soll ich hier tun? Mit meinem Stern. Genau, da kann sie sich komischerweise festhalten, aber ich weiß nicht, ob das so sein soll oder sein muss oder. Keine Ahnung. Ich habe das mit den Symbolen hier auch noch nicht so gecheckt. Vielleicht kann ich den ja auch erst einsetzen, wenn ich die hier irgendwie gedreht habe oder so. Kannst du dich. Nee, hier kann sie sich nicht mehr festhalten. Okay, wie ist es hier? Da kann sie sich auch festhalten. Ich frage mich halt, ob das irgendwie wichtig ist oder. Ja, aber eigentlich glaube ich es nicht. Also hier, aber sind das überall dieselben Symbole? Ja, ne? Aber vielleicht muss ich die drehen und dann gehen irgendwie die Kerzen an und dann geht die Tür auf. Da hinten, das wäre natürlich cool. Dann ist aber die Frage, wie soll ich das machen? Also wir können mal gucken. Hier in diesem Umzäunten brennt eine. Und da hinten brennt auch eine. Also wir haben hier die nach außen gedreht. Ja, aber wie soll ich das denn machen? Hier kann sie sich auch festhalten. Wieso? Weshalb? Warum? Ich kann ja auch sonst da nichts machen. Also es ist mir irgendwie alles noch ein Rätsel. Da kommt sie nicht rüber. Nee. Das soll wohl nicht so sein. Okay, da brennt die Kerze, wo die nach innen gedreht sind. Okay. Und da hinten brennt die Kerze, wo die nach außen gedreht sind. Aha. Heißt vielleicht, ich sollte die hier irgendwie drehen. Aber wie? Kann man irgendwie? Nein. Hat das irgendwie was mit diesen komischen Porträts zu tun? Ich habe das Gefühl, ich bin voll auf dem Holzweg. Ja, ne? Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich glaube, ich nehme euch im Zeitraffer mit und dann seht ihr hoffentlich, wenn ich was gefunden habe.
Leute, guckt mal, was ich gefunden habe. Kann man etwa dahinter hin irgendwie? Wenn ich von unten noch mal. Okay. So kann ich es nicht weiterziehen. Ich muss es von der anderen Seite irgendwie schieben. Ich hoffe mal, ich komme da irgendwie hin. Das wäre ganz toll. Hier ist Schluss. Okay, aber kam ich nicht auf der anderen Seite irgendwie auch noch hoch? Oder habe ich mir das eingebildet? Ah, okay, da könnte ich dann hoch. Ist halt die Frage. Da nicht. Wenn ich halt nur. Warte mal. Da komme ich nicht hoch, da komme ich nicht hoch. Ich komme halt nur hier hoch. Funktioniert das als Leiter? Oh mein Gott. Es funktioniert als Leiter. Hahaha. Ach cool. Kommen wir doch noch etwas vorwärts. Wie gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin und mich nicht komplett versteift habe auf die Idee. Geht das hier noch weiter? Nein. Auf die Idee, dass wir da hinten weitermachen müssen. Wo bin ich jetzt? Ach, jetzt bin ich auf der anderen Seite von diesem Kubus, ja? Wow. Das ist ja gar nicht kompliziert oder komplex hier. Aber finde ich gut. Hi. Wo bist du? Ach, jetzt sind wir hier beim. Aha. Und was ist das denn? Ich kann es mir schon denken, wo wir das benutzen müssen. Ist da jetzt plötzlich jemand draußen? Aber das ist mir sowas von egal, denn wir kommen weiter. Wo ist der Kerl, den ich höre? Ist der hier noch weiter unten? So, ich gucke mir das aber trotzdem lieber nochmal an. Maintenance Key. Okay, ich kenne jetzt nur eine Stelle, wo ich den vielleicht benutzen könnte. Ich hoffe, das ist dann auch richtig so. Okay, ich glaube, der Typ, den ich gehört habe, der kommt hier nicht mehr. Gut, ist mir auch recht. So, ich hoffe wirklich, dass wir hier den Schlüssel benutzen können. Das wäre so awesome. Ja, denn den Maintenance Key müssen wir sicher nicht in dem Ritualraum da benutzen. Von daher muss das eigentlich hier passen. Sonst, ja, sonst passiert hier leider gar nichts. So. Es ist auch schön, dass ich weiß, ich kann hier eigentlich fast nicht sterben. Deswegen muss ich auch fast nicht speichern. Obwohl, es könnte natürlich jetzt sein, dass man hier sterben kann. Daher speichere ich jetzt mal lieber. Okay. Bitte, bitte, bitte. Nein! Alter Ver. Wieso kann ich den hier nicht benutzen? No. Maintenance Key. Maintenance Key. Aber ich konnte doch sonst nirgendwo was einsetzen, oder? Maintenance Key. Oh Mann, ey. Wieso kommt jetzt hier diese blöde Ratte nochmal? Hatte ich euch nicht alle schon mal fertig gemacht? Maintenance Key. Wie die hier aufgeht, weiß ich auch nicht.
Wo zum Henker brauche ich diesen Schlüssel? Wahrscheinlich auch da am Anfang, ne? Maintenance Key. Ja, keine Ahnung. Weil ihr hier habt ja alle kein Schlüsselloch. Ihr werdet alle mit irgendwelchen Schaltern aufgehen. Maintenance Key. Wo brauche ich den Maintenance Key? Und wo ist der Kerl, den ich gehört habe? Der könnte uns ja vielleicht dahin führen. Ich höre ihn wieder. Vielleicht ist er auf der anderen Seite. Oder er ist über uns. Aber auf der anderen Seite war ja auch nichts. Hier sind aber die meisten Laternen an. Aber ich glaube, das hat nichts zu sagen. Die können wir ja auch gar nicht angucken, bedienen oder sonstiges. So, und hier ist absolut gar nichts. Wieso nicht? Wieso nicht? Wo ist dieser Kerl? Ist der jetzt wirklich hier oben? Aber oben konnten wir doch nichts mehr machen, oder? Ich bin verwirrt. Ich will wissen, wo ich diesen blöden Schlüssel einsetzen kann. Und ich will wissen, was das hier für komische Dinger sind. Wo ist der Kerl? Wo ist der Kerl? Hier höre ich ihn nicht mehr. Wo ist der denn? Hier war ja auch nichts mehr. Nee, nee, nee. Okay, jetzt höre ich ihn wieder, als ist er irgendwo über uns. Okay, musste ich da irgendwo einen Schlüssel einsetzen oder so? Geh mal ein Schrittchen nach vorne. Ich hoffe, dann kommst du. Nee. Dann kommst du natürlich nicht daran. So bist du zu weit weg. Versuch's so nochmal. So bist du zu nah dran. Ach komm schon. Lara. Ah, pff. Nein. So doch nicht. So, so könnte passen, ne? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. So, und ein Schritt zurück ist zu viel. Ein Schritt zuvor ist zu viel. Ich liebe das. Ich liebe es. So, das war wieder zu viel. Das könnte passen. Nein. Alter, komme ich da jetzt ernsthaft nicht mehr ran? Das ist definitiv zu weit weg. Ich glaube, sie soll da gar nicht ran. So nach dem Empfinden gerade soll sie da echt nicht mehr ran. Ja, ich kann natürlich auch noch mal den ganzen Weg zurückgehen. Ja, ja, du hattest es gerade. Nein, nein. So, jetzt einen Schritt zurück. Jetzt passt das doch. Ja. Wo bist du, Freundchen? Und muss ich jetzt... Ach so, ich kann hier gar nicht mehr hoch, oder? Ist zu weit. Dann drücken wir dich jetzt. Ich hoffe, das ist schlau. Halbwegs zumindest. So, und weiter geht nicht. Genau. Genau, genau. Das heißt, ich gehe hier wieder runter und auf den nächsten wieder drauf. Ah, und da bist du doch. Okay, du hast für uns gar nichts.
Okay, wieso bin ich denn hier hochgegangen? Also irgendwas muss ich doch jetzt hier noch getan haben, oder? Wenn der schon hier rumsteht. Ich bin so schlau wie zuvor. Das ist irgendwie nicht optimal. Hier bringt mir dieses Dingens nichts. Und wenn ich jetzt hier hinten hingehe, bringt mir das auch nichts. Ach, huch. Kann ich hier irgendwie durch die Wand gehen? Das wäre ja lustig. Maintenance Key. Ich habe nichts gesehen, wo ich sonst meinen Schlüssel reinstecken könnte. Das ist echt frustrierend. Ihr könnt mir doch nicht sagen, dass der Maintenance Key irgendwo da hinten in dem tollen Raum reinkommt. So, und hier hinten war nichts mehr. Und hier war ja definitiv auch nichts mehr. Okay, ich gehe jetzt, glaube ich, noch einmal zu dem Raum zurück. Und dann, ja, wenn da nichts funktioniert, dann muss ich mich in der nächsten Folge noch mal woanders umgucken. Frage ist nur, wo? Maintenance Key. Hier hinten war doch bei dem Geheimnis auch nichts mehr, oder? Es war doch wirklich nur reines Geheimnis, oder? Ich glaube schon. Genau, hier unten gab es Muni oder so. Und oben gab es doch sonst nichts. Nein? Es ist wieder die Frage, wie sie hier hochkommt. Gar nicht. Ja. Genau. Okay, dann gehen wir zurück in unseren geliebten Raum. U-Bahn kommt ja jetzt noch nicht, ne? Die kommt noch nicht. So. Vielleicht muss ich auch sonst in irgendeinen anderen Raum im Schacht. Das könnte natürlich auch noch sein, wobei ich jetzt keinen anderen mehr gesehen habe. Und sonst kam halt immer die U-Bahn. Gut, ich probiere es jetzt einfach hier aus schierer Verzweiflung. Okay, das war klar. Ich würde sagen, in der nächsten Folge beschäftige ich mich dann mehr mit diesem Schlüssel und wo ich ihn benutzen muss. Bis dann.